Hallo, wir sind hier heute im Angelo bei Vienna Haus in Prag. Für 2 Nächte habe ich mich hier eingebucht. Das Hotel ist relativ neu, vielleicht so 3, 4, 5 Jahre oder so. Was man auch an der Ausstattung sieht. Die Zimmer haben so ein bisschen, sag ich mal, japanischen, asiatischen Touch. Von der Ausstattung her. Relativ großzügiger Eingangsbereich. Schreibtisch, Stuhl, Fernseher. Das Ganze auch, und das hat man eher selten mit richtigen Fotos versehen, damit die Wände nicht so kahl sind. Ganz wichtig natürlich das Bett, in dem Fall hier 2 Einzelbetten. Das Zimmer hier im 5. Stock geht nach hinten raus auf den Hof. Das heißt, man ist hier auch geschützt vor Straßenlärm. Kostenloses WLAN natürlich verfügbar. Wasserkocher. Minibar. Mit entsprechend alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken. Sogar, man achtet darauf, ein DVD-Player ist hier noch vorhanden. Steckdosen sind hier 2 Stück am Schreibtisch. Ansonsten sind am Bett erstmal keine frei. Auch ganz wichtig, das Badezimmer mit einer ebenerdigen Dusche versehen. Auch recht geräumig. Ja, und wenn man da mal auf den Preis achtet, wird man feststellen, dass sich hier zumindest auch an den Wochenenden im Angelo bei Vienna Haus ein richtig gutes Schnäppchen machen lässt. Ich habe jetzt 96 € gezahlt für 2 Nächte inklusive Frühstück. Das ist für ein so schickes Zimmer sicherlich nicht so viel. Ach ja, hier sieht man noch Kleiderschrank, da steht mein Koffer schon drin. Hier nochmal ein Blick, auch hier Fotos, ebenso auf der anderen Seite. Und durch den Spiegel hier an der Seite wirkt dann, wenn man hier so steht, das Zimmer sogar noch ein bisschen größer. Man denkt, das geht da links noch weiter. Ja, alles in allem, wirklich schönes Zimmer, wirklich schönes Hotel. Wenn das Frühstück morgen genauso gut ist, bin ich absolut happy. Angelo bei Vienna House in Prag.